Hallo. Ja, ich habe noch ganz schnell Zeit für ein fixes Face of the Day. Habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Ich nehme es jetzt hier leider über die integrierte Kamera auf. Ich hoffe, er kennt trotzdem ein bisschen was. Und ich kann hier mal den Pony hier so ein bisschen zur Seite machen, damit ihr mal das Augen-Make-up ein bisschen besser erkennen könnt. So. Und zwar habe ich mal wieder die Naked-Palette ausgegraben. Die ist echt einfach der Hammer. Ich habe diesmal vor allem die Farbe Toasted benutzt und dann noch Buck habe ich benutzt. Genau, nicht Naked, sondern Buck. Und ich habe erstmal Toasted hier aufgetragen und dann das Ganze nach oben hin mit Buck verblendet und dann darüber nochmal das Toasted auch aufgetragen. Das gleiche dann hier unten und nah an der Lidfalte habe ich noch etwas von Creed benutzt. Dieser ganz dunkle Ton. Und unten von Hustle. Also am unteren Wimpernkranz. Dann habe ich noch ein bisschen Kajal benutzt. Der ist von Bobbi Brown. Habe ich gerade leider nicht hier liegen. Das war es dann eigentlich auch schon. Und die Wimpern habe ich mir mit der Mascara aus meinem Favoritenvideo hier getuscht. Die ist wirklich immer noch super gut, nur manchmal verklebt sie den Wimpern extrem, wenn man zu viel Produkt drauf hat. Dann habe ich mit einem Stinktierpinsel ein bisschen von meiner Bobbi Brown Foundation aufgetragen. Ich habe in letzter Zeit gar keine getragen. Und als Puder habe ich von Essence dieses 50s Girls Reloaded Puder, dieses Transparente benutzt. Und das habe ich entweder mit so einem Schwämmchen oder halt teilweise auch nochmal mit dem Pinsel aufgetragen. Das riecht auch irgendwie interessant. Ich weiß noch nicht, ob ich es richtig doll mag. Dann zu den Wangen. Da habe ich mal wieder eine alte Palette ausgegraben, die zur Eva Sunpower Palette. Und ich habe für eine leichte Kontur diesen Ton benutzt. Der hat viel zu viel Farbe abgegeben. Das musste ich dann stark verreiben. Dann habe ich diesen tollen Ton benutzt und diese Apfelbäckchen nachgemalt. Und um das Ganze so ein bisschen highlightmäßig mit Glow nochmal zu versehen, habe ich dann noch hier dieses Gold benutzt. Leider kommen hier die Farben nicht so super gut raus, aber ihr kennt das ja auch bereits aus ganz vielen Blogs und Videos und hier könnt ihr es ja vielleicht auch ein bisschen sehen. Das war es fast schon. Auf den Lippen trage ich fast nichts, nur ein bisschen von diesem Lipgloss von Maybelline. Das ist die Farbe Peachy Pink, das ist aber überhaupt nicht pink, das ist eigentlich so ein Korall-Peach-Ton. Ja, und das war es eigentlich. Und ich finde diesen Look ziemlich cool und ich glaube, ich werde den demnächst öfter tragen. Ja, ansonsten vielleicht noch was zu meinen Haaren. Die sind einfach luftgetrocknet und dann nochmal ein bisschen glatt gekämmt. Und hier in den Längen vor allem ist die Farbe jetzt wirklich ziemlich arg rausgewaschen. Ich benutze momentan das Alverde Rot Shampoo. Und viele sagen ja, sie mögen den Geruch nicht. Ich komme damit eigentlich ganz gut klar. Bin damit zufrieden, aber es bringt jetzt auch nicht den Superkick für die Farbe. Da ist gerade ein Auto vorbeigefahren. Ich habe die Balkontür offen. Und ich möchte mir jetzt beim Friseurbedarf vielleicht zwischendurch selber mal eine Farbe holen. Weil immer dieses beim Friseur, das ist dann manchmal auch. Also ich kriege allein momentan nicht meinen Termin hin. Ich schaffe es nicht mal, meine Bücher in der Bibliothek abzuholen. Deswegen mache ich das vielleicht lieber selber. Und falls ihr mir Online-Shops empfehlen könntet, die solche Friseurbedarfsprodukte haben, gerade Farben in diesem Rotbereich, wäre das super, wenn ihr mir das in die Kommentare posten könntet oder mir halt einen kleinen, ja, oder eine E-Mail schreibt, eine Twitter-Nachricht oder sonstiges. Das würde mich sehr freuen. Und ja, ich bemühe mich sehr, morgen das Jimmy-Video online zu stellen. Ich habe voll viel Mühe reingesteckt mit Schneiden und viele verschiedene Aufnahmen und heute war ich noch bei IKEA und habe mir neue Möbel geholt, ein bisschen, weil ich ja keinen Schreibtisch habe. Ich sitze gerade an meinem Terrassentisch und ja, außerdem habe ich den Schuhkauf überhaupt gelandet und ja, das kann man bei Instagram sehen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt im Video zeigen möchte, weil sonst gibt es wieder fiese Kommentare.